Tral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 
Ah, ich kann ihm nur sagen, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Das ist scheiße. Dann speichere ich mal kurz. Nicht, dass er die gleich angreift, dieser Idiot. Eisregion. Jawohl. Sehr souverän gespeichert, findet ihr nicht? Da ist nichts zu holen. Auf den Loot will ich nämlich nur ungern verzichten. So Drachenjäger haben häufig nette Sachen dabei. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Meine Fresse, ist das lange her, dass ich das gespielt habe hier. Ja, ich hatte ein bisschen was zu tun, Leute. Studium und so, aber das ist jetzt alles soweit erledigt. Nichts zu Meine holen. Masterarbeit habe ich geschrieben. Da braucht man schon mal ein bisschen Zeit. So, jetzt haben wir hier die Wölfe. Das hier ist das neue Lager. Jedenfalls in Gothic 1 war das hier das neue Lager der Banditen und der Söldner. Ja. Nehmen wir die Route mitten durch. Hauptsache nicht da hinten den Eisgolem. Die Echsenmenschen, ja gut, die sind natürlich. Ja, vielleicht sollten wir sogar die Echsenmenschen meiden anstatt des Eisgolems. So, Eiswölfe sind auch nicht ohne, die kann man, also Tiere kann man ja nicht blocken, ne? So, einen hätten wir schon mal. Da ist nichts zu Kriegen wir holen. auch immer schön die Felle. Ich muss mal kurz was trinken. Natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn man dann so ultra viel Leben hat und dann fehlen einfach die Tränke. Ich habe Alchemie nicht gelernt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt lernen kann als normaler Sterblicher hier. Wenn man kein. Ja, Armbrustschießen muss ich auch noch verbessern. Geht ja gar nicht. Na komm her. Ja. Ja, jetzt haben wir zwei. Ich möchte nur einen. Ja, genau, du kommst jetzt schön her. Wieso greifen denn jetzt beide an? Oh, jetzt greife ich der andere Wolf von hinten an. Natürlich für den Arsch. Oh, was sie aushalten, ey. Sehr schön, das hätten wir erledigt. Nichts zu holen. Ich habe übrigens, Nichts zu holen. war sehr erfreut, obwohl Nichts ich, zu holen. obwohl ich. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Also 100 Goldmünzen sollten es schon sein. In Ordnung, du bist es wert. Das will ich meinen. Dann also weiter. Genau. Nichts zu holen. Der ist es wert. Wie viel haben wir denn noch? 85, okay. Und wir sind fast down. Genau, ich war nämlich sehr erfreut darüber. Ich habe so viele Abonnenten wie noch nie. 28. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und das kommt anscheinend durch die WoW-Guides, die ich mal vor ewigen Zeiten hochgeladen habe. Oder ist noch ein anderer Eisgolem? Das hat mich wirklich sehr gefreut. Die kommen wirklich gut an. Zwei Videos haben jetzt schon so um die 1000 oder sogar drüber. Ich glaube, das eine hat so 1400 Aufrufe oder so. Schon ziemlich geil. Und das freut mich auch sehr. Natürlich dann immer so, wenn die Jahreszeit wieder kommt, wenn dann die Feiertage bei WoW kommen, dann, ja, sehe ich dann die Aufrufe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich speichere nochmal kurz. Eisregion. Und ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Oh Mann, Junge, was machst du denn da für eine Scheiße? Vollidiot. 50 Mal hin und her. Heiliger Pfeil. Ja, okay. War die Nummer 6. Ich weiß nicht, ich hoffe, Ex-Menschen kriegen dadurch Schaden. Zack, 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 zack. Ja, die kriegen dadurch Schaden, das ist gut. Dann können wir die nämlich gleich wegbomben nach Möglichkeit. So, die Echsenmenschen.
So, das war's mit dir, du Mist. Da ist nichts sind zu holen. Im Arsch? Nichts zu plündern. Das ist gut. Aber leider habe ich wieder Schaden gekriegt. Aber leider habe ich wieder Schaden gekriegt. Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Handeln. Essenz der Heilung. Essenz der Heilung. Ich möchte unbedingt dieses Let's Play zu Ende machen. Ich bin jetzt seit Jahren dran. Immer wieder mit größeren Pausen. Oh, da ist noch ein Eiswolf. Kommen wir hier vorbei, ohne dass der Scheiß, der Idiot von Biff, jemand anders angreift? Das ist die Frage. Hier ganz am Rand laufen am besten. Dass die auch immer beide direkt auf mich gehen. Ja, die ignorieren den Biff, laufen einfach an dem vorbei. Ja klar, der andere haut einfach auf mich drauf. Komm, Biff, mach dich mal nützlich. Gut. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so ist. Nichts zu holen. Oder ob ich einfach nur Pech habe. Unlucky. Die machen so einen Schaden. Ne? Jetzt muss ich mich schon wieder heilen. Furchtbar. Ob das jetzt irgendwie vom Spiel so ist? Ach ja, gesegnete Erzklinge. Fuck. Da fehlt noch die Stärke, die benötigte 100. Dann könnten wir schon viel mehr Schaden machen. Scheiße. Also ich sag immer wir, ne, weil ich euch gerne mit einbeziehe. Bis jetzt läuft's ganz gut. Jetzt müssen wir aber hier gleich vorbei an dem Eisgolem und ich hoffe, der Biff kann sich beherrschen. Bis jetzt sieht's gut aus. Weiß nicht, ob da in dem ehemaligen Hauptquartier noch was Interessantes drin ist. Oh Mann, Junge. Nichts zu plündern. Da ist er kaputt. So, den Eisgolem, der ist da zu nah an der Tür. Kommen wir wahrscheinlich nicht dran. Nicht dran vorbei, meine ich. Aber hier ist ja noch ein Durchgang. Genau, hier war die Kneipe, ja. Oder? Nee, die Kneipe war weiter oben. Ah, sieh mal einer an. Eine Spruchrolle und ein Lederbeutel. Das ist ja mal erfreulich. Genau, bei der Aufnahme immer schön wegdrehen vom Mikro. Habe ich nämlich gerade getan. Oh, ein magischer Ring. Ich weiß jetzt schon, dass ich sowieso nicht herausfinden werde, welcher es war. Ich habe so viele gravierte Ringe. Bla, bla, bla. Keine Ahnung. Nee. Ich weiß es nicht. Leichter Fisch. Was ist denn da drin in dem leichten Fisch? Drei Gegenstände erhalten, Dietrich. Diegos alter Lederbeutel, wieso haben wir den denn noch dabei? Ja, was geht denn da gerade ab? Boah, Biff, mach doch keine Scheiße, der war ja schon wieder auf Erkundungstour, das behagt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Hinterher kommt dann das halbe Lager noch angelaufen. Was weiß ich, die ganzen Echsenmenschen und die ganze Meute im Schlepptau, weil der so behindert ist. Unachtsam ist der. Jawoll, da geht er down. Biff hat noch, naja, ein bisschen weniger als die Hälfte Leben. Wir nähern uns dem Zentrum. Hier sind wieder Wölfe. Nicht zu überhören. Ich weiß nicht, wie viele. Sieht nach zwei Wölfen aus. Ja. Ey, Mann. Jetzt sind wieder zwei.
Ja, häng da schön in der Wand fest. Ist mir recht. Kann ich ein paar Armbrustbolzen verschießen? Auf die Entfernung. Oh, fuck. La la la. Da geht er down, da geht er down. Nichts zu holen. So, den anderen brauchen wir wahrscheinlich gar nicht zu bekämpfen. Okay, die Kneipe ist anscheinend zugeschneit. Geeist. Hier war der Staudamm. Das ist der Staudamm nach wie vor, aber der staut jetzt eigentlich nur noch Eis. Das Eis bewegt sich ja in der Regel nicht. Es sei denn, es handelt sich um einen Gletscher. Und da ist die Höhle, da war der Erzhaufen. Da hatten die Wassermagier damals den Erzhaufen. Okay, jetzt wird's schwierig. Das sind jede Menge Wölfe. Vielleicht schaffen wir erstmal zwei. Da hinten sehe ich schon einen Hort. Könnte der Drache da sein? Ja, da ist der Drache. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Gnadenlos drauf, 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 drauf. Immer schön so schnell, dass selbst ein Wolf nicht angreifen kann. Und der Biff hilft noch ein bisschen mit. Ich finde es nur schade, dass man da einfach nur normales Wolfsfell bekommt. Von so einem Eiswolf. Also normalerweise haben die ja eine andere Farbe. Sollte vielleicht auch ein bisschen seltener sein. So, jetzt kann ich gleich mal versuchen, den einen Ex-Menschen da wegzubomben. Ja, Leute, ich speichere mal ganz gerne. Ich bin ein vorsichtiger Mensch. So, dann trinken. Ah, komm, Mann. Was ist denn jetzt los? Jetzt nimmt er den Zauber nicht mehr. Boah, ey. Wunderbar. Hexenmensch ist kaputt. Biff kriegt Heilung. Ich wünsche, man könnte dem einfach so viel geben, wie er braucht. Braucht klar. Komm, gebe ich in den besten Heiltrank, dann geht's schneller. Klar. Klar. So. Sollte erstmal reichen. Wieso ist ein... Alter! Geht's noch? Nochmal gestorben. Oh, nee. Das sind, mir sind mir echt ein bisschen zu viele Wölfe. Wenn ich jetzt hier vorbeiläufe, greift der Biff die bestimmt an. Nee. Er beherrscht sich. Das ist gut. Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. Der merkt aber auch alles. Was macht er denn jetzt? Warte mal. Wo geht er hin? Was macht er? Was? Hallo, ist du... Also ich zweifle gerade ein bisschen an seiner Zurechnungsfähigkeit. Ja, natürlich. Ist klar. Boah, Biff, du dämlicher Vollidiot! Der hat sie doch nicht mehr alle, Mann. Was soll die Scheiße?
Okay, das machen wir anders. Dann bevor der dann seinen... Das ist irgendein netter Bug. So nett finde ich den eigentlich gar nicht. Oh, nee, nicht alle auf einmal. Ja, der da kann kommen. Zwei sind okay. Nee, nicht alle auf einmal. Soll der halt gegen einen Wolf kämpfen, ist mir egal. Ja, okay. Super. Muss ich irgendeinen Zauber benutzen? Ding. Versuche ich die mal irgendwie wegzubomben hier mit einem Feuerball oder so. Da habe ich ja noch ein paar. Ach komm schon, nee, das akzeptiere ich jetzt einfach nicht. Das ist eine mega Verschwendung. Nur weil die da... Totale Verarsche, die totale Verarsche. Achso, magischer Fall ist wieder nicht ausgerüstet. Ja, klar. Komm. Bleib stehen! Okay. Jetzt sind zwei gestorben. Nach Möglichkeit laufen wir jetzt einfach vor den Wölfen weg. Schlagen Haken, während der Biff auf die draufhaut, am besten. Leider sind die schneller als wir. Egal, er hat jetzt noch einen kaputt gemacht. Wenn er den Aggro von dem anderen hat, dann kämpfen wir gegen den zweiten. Kriegt die ja durch die Angriffe. Haken schlagen, Haken schlagen, yeah. Jawohl. So und nicht anders, Freunde. Genau so geht das. Nichts zu holen. So, Biff, da war es ja mal nützlich. Herzlichen Glückwunsch. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Die Wölfe haben wir. Da ist nichts zu holen. Jetzt gibt es noch zwei lächerliche Echsenmenschen. Ziemlich brenzliche Gegner. Leck mich am Arsch. Mach, was du willst. Ich hab keinen Nerv für die Scheiße, echt. Da ist nichts zu holen. Ist so gehirnamputiert. Hey, du! Brauchst klar! Jetzt steht er da einfach rum. Okay. Ja, okay, ne, vielleicht ist das gar kein Bug. Vielleicht ist das vom Spiel aus so gemacht, weil man dann in Ruhe mit dem Drachen reden kann. Das kann natürlich sein. Damit der NPC den nicht angreift irgendwie. So, den Echsenmensch kann ich jetzt noch pulverisieren hier. Noch was trinken. Ah, aus nächster Nähe geht das leider nicht. Schade. Eigentlich sollte man meinen, man könnte ihn da nicht verfehlen. So, erstmal kümmern wir uns hier um den Rest. Feuerball für den Eiswolf. Wenn er stehen bleiben würde, wäre das echt gut. Schon wieder ein von diesen Biestern. Okay, ich hab nichts mehr. Oh. Ja, das Licht, hätte es jetzt nicht gebraucht eigentlich. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Da ist nichts zu holen. Sehr schön. Dann noch den Echsenmenschen da hinten. Na, eigentlich kann ich den jetzt auch wieder auf 6 legen. Ach, scheiße. Komm, Biff, mach die nützlich.
Mach die nützlich, Biff. Schon wieder eins von diesen Biestern. Boah, der macht aber echt Schaden, ne? Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Heftig. So, okay. Der Echsenmensch ist Arsch. Habe ich eigentlich eine Heilungsrune? Nee, ne? Aber schwere Wunden heilen. Warum nicht? Ne? Nehmen wir das mal. Das geht nämlich schneller. Muss ich nicht die ganze Zeit diese Tränke verbrauchen? Wunderbar. Und dann heiliger Fall. Biff geht soweit noch ganz gut. Wir können die Echsenmenschen hier vorne noch kaputt hauen. Sind denn da, aber erstmal, vielleicht sind hier noch da hinten irgendwie welche. Hinter dem Drachen. Kann man ja nie wissen. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Oh. Nachricht. Was für eine Nachricht? Das interessiert mich jetzt. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns. Saturas. Okay, das hat er also zurückgelassen, der Anführer der Wassermagier im neuen Lager. Hat diese Nachricht zurückgelassen für jemanden, der das vielleicht findet, der sich fragt, wo die abgeblieben sind oder wie auch immer. Hätte wahrscheinlich nicht gedacht, dass der namenlose Held derjenige ist. Sein würde, der das nochmal liest. Okay, Dämon beschwören könnte ich jetzt nehmen, gleich für den Kampf. Oder Golem beschwören. Oder Feuerregen. Ich fände es nur ganz gut, wenn der Biff überleben würde. Das fände ich echt sexy. Ich nehme mal Dämon beschwören. Gut, Leute. Entschuldigung. Dann lege ich mal das Auge Innos an. Das Auge pulsiert voller Energie. Ah. Okay. Wir sind bereit für den Kampf gegen den letzten der vier Drachen. Finkrag. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Anscheinend. Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. So. Ich muss hier mal kurz den Pop-Up-Schutz richten. Einen Moment. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Okay. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Finkrag, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Boah. Krasse Sprüche. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. So, jetzt ist es ein bisschen dunkel geworden, ne? Wie kann ich euren Meister finden?
Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorath errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorath finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorath kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Alles klar. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Das werden wir sehen. Dämon! Das hat wehgetan. WTF, Mann! WTF! Ey. Nee. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Was war das denn? Boom, boom. So, und wir sind zurück. Ja, ich bin nicht nur krepiert, sondern der Postbote hat noch geklingelt. Da kam mal wieder alles zusammen. Okay, also heiliges Licht einmal anwerfen. Dann schon mal... Okay, den Dämon haben wir auf 9. Also das war jetzt echt unerfreulich gerade. Aber wir haben gesehen, der Biff ist dann sofort dabei, sobald es losgeht. Was war das denn? Und irgendwie so ein Bildfehler. Auge Innos haben wir. Jetzt werde ich natürlich den Dialog überspringen. Ja. Bla. Genau. Einmal die 9 drücken. Wie kann ich euren Meister finden? So, und dann direkt laufen. Bla, leck mich. Okay. Dämon habe ich beschworen. Der geht jetzt hoffentlich auf den Drachen erstmal und nicht auf den Biff. Oh, der Drache passiert. Schön drauf, Herr Mann. Ah, fuck. Ich darf nicht auf den Rücken fallen. Biff haut drauf und der haut drauf. Ach nee, ist ja. Oh, der Fink verkehrt eh was aus, ne? Nein. Oh, Mann! Ja, toll, Erfahrung 6000, die bringt mir nicht viel, wenn ich tot bin. 6000 Erfahrung bringt der, ach du Scheiße. Das bringt mir leider nicht so viel, wenn ich tot bin. Noch ein Versuch. Ich brauche den Dämon auf jeden Fall dafür. Ja. Genau. Sehe ich auch so. Ist klar. Hier hintergehen. Der Dämon. Da ist er. Nicht auf den Biff, du Vollidiot! Greif den Drachen an! Oh, Mann. Jetzt habe ich die 500 Erfahrung für den Biff gekriegt. Ach, verdammt. Ich will, dass der Biff überlebt, Mann. Wie kann uns das denn gelingen? Also den Drachen zu besiegen, ist so kein Problem. Aber ich will, dass der Biff überlebt. Aber wenn man so einen Dämon beschwört, kann man den dann auch wieder wegschicken? Nee, geht anscheinend nicht.
Ja, das ist jetzt unerfreulich. Ach, scheiß drauf. Hauptsache, wir kriegen das hin. Dann hat der Biff halt Pech gehabt. Was soll ich machen? Hä? Was soll ich machen? Einiges Licht. Und einmal sprechen. Was? Aha. Trollo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 l. Der ist tot. Jetzt lass den Biff in Ruhe, lass den Biff in Ruhe. Lass den Biff in Ruhe. Lass den Biff in Ruhe. Komm, beschworener Dämon. Beschworener Dämon, hau ab. Müssen wir mit dem beschworenen Dämon jetzt fertig machen? Lass den Biff in Ruhe, lass den Biff in Ruhe. Ich beschütze dich, Biff, ich beschütze dich vor dem Dämon. Du hast mir gut gedient, Dämon, aber jetzt ist gut. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Stirb, 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 stirb. Ja. Erfahrung 0. Nichts zu plündern. Perfekt! Wuhu! Das wäre geschafft. Alle Drachen sind tot. Ja, und ich stehe noch. Bist du dir sicher, dass es der letzte war? Ich denke schon. Schade. Ich war gerade so schön in Fahrt. Ja, ist klar. Brauchst du Heilung? Klar. Schaden kann's nicht. Ah. Oh, jetzt haben wir keine richtigen Tränke mehr. Klar. Brauchst du Heilung? Klar. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Biff hat überlebt und wie ihr seht, man kriegt noch 1000 Zusatzerfahrung. Finkrek, was hat der? Drachenschuppen 12, Herz eines Eisdrachen. Nichts zu holen. So, jetzt mal nicht wieder wie sonst immer vergessen, den Hort zu plündern. Lederbeutel, Lederbeutel, Lederbeutel. Sturmbringer. Jede Menge Kohle auf jeden Fall, das ist gut. Wir brauchen nämlich Geld. Braucht immer Geld. Hier. Ein Drachenei. Oh. Ein Drachenei. Oh la la. So, hier ist nichts mehr. Ich würde die Höhle gerne noch ein bisschen durchforsten. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo was Interessantes zu finden. Kann man hier rein? Nee, ne? Nee, geht nicht. Ja, das war doch erfreulich. Dann hab ich es doch hingekriegt. War mein Ziel unbedingt, dass Biff überlebt. Das war mir sehr wichtig. Und wir werden uns jetzt nicht wegteleportieren. Beim nächsten Mal laufe ich dann nämlich den Weg zurück. Dann können wir mal nämlich mit Silvio und Bulko, oder wie die Spackos heißen, nochmal reden und denen das unter die Nase reiben, ne? Dass wir den Eisdrachen platt gemacht haben. Und dann werden wir ja sehen, was die Pisser davon halten, ne? Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Nichts Interessantes mehr. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Es wird dieses Mal sicherlich nicht so lange dauern wie beim letzten Mal. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen und haut rein. Euer Maithor. Ja. Tschüss.